Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Nach dem Urlaub. Florian Silbereisen hatte ein intimes Abendessen mit Beatrice Egli. Bitte abonniere den Kanal und schalte die Benachrichtigungsglocke ein, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Was denkst du über die Liebesgeschichte von Beatrice Egli und Florian Silbereisen? Hinterlasse deine Gedanken bitte unten im Kommentarbereich. Nach einem langen Urlaub hatten alle den gemeinsamen Spaß satt. Das Bild von Florian Silbereisen und seiner Geliebten macht da keine Ausnahme. Ihr beide hattet nach vielen Tagen des gemeinsamen Tourens und gemeinsamen Weihnachtsfeierns auch ein schönes Abendessen zusammen. Florian Silbereisen teilte mit, dass dies das erste Mal war, dass Beatrice Egli selbst ein Abendessen zubereitet hatte. Florian Silbereisen trug heute ein Khaki-Hemd und sah sehr fesch aus. Florian Silbereisen freut sich riesig, als Beatrice Egli zu einem intimen Essen zu sich nach Hause einlädt. Beim Essen haben sich die beiden viel über Liebesgeschichten und Alltagsgeschichten anvertraut. Vielleicht unterhalten sich die beiden das erste Mal bis 3 Uhr morgens miteinander. Auch Beatrice Egli gab Florian Silbereisen ihre ersten Küsse. Unter dem Kerzenfoto und im Mondschein drückten die beiden ihre aufrichtigen Gefühle aus. Eine wunderschöne Weihnachtsnacht des Traumpaares. Wir Fans von Florian Silbereisen wünschen ihm immer viel Glück. Wie denkst du über die Liebe von Florian Silbereisen und Beatrice Egli? Hinterlasse deine Gedanken bitte unten im Kommentarbereich. Als sie erfuhr, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli zusammen waren und salzige Momente hatten, weinte Helene Fischer viel. Helene Fischer wollte schon oft der gesamten Online-Community mitteilen, dass Helene Fischer immer noch Gefühle für Florian Silbereisen hegt, aber sie hat es nicht gesagt. Nur die Stille und der Schmerz, den sie in ihrem Herzen trägt. Das erste Mal, als wir uns gemeinsam glücklich fühlten, war, als wir uns beide alles gaben, was wir hatten. Sind das die gierigen Träume von Florian Silbereisen oder nur eine Notwendigkeit, damit wir alle Informationen finden, die wir dir schicken können? Ich liebe dich so sehr. Florian Silbereisen wünscht allen frohe Weihnachten, Frieden zu Hause. Zum ersten Mal freuen wir uns sehr, im Fernsehen auftreten zu können, wir freuen uns darüber, wünschen allen einen schönen Tag. Aktuelles Bild von Beatrice Egli beim Kochen, besondere Gerichte nach Deutschland geschickt. Vielen Dank an alle, wir aktualisieren die neuesten Informationen für Sie oder abonnieren unseren Kanal, um die neuesten Videos für uns zu erhalten.